Hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge hier von The Long Dark. Wir befinden uns im Damm. Ein neues Gebäude, was wir hier entdeckt haben. Eine riesengroße Halle, wir haben einiges gefunden. Und jetzt erstmal nutzen wir die Zeit, um an diesem wunderschönen Teil hier rumzugucken. Also nicht rumzuglotzen, sondern halt tatsächlich rumzugucken. Wir sind ziemlich hungrig, ziemlich durstig. Wir werden mal ganz kurz uns hier ein bisschen wieder auf Vordermann bringen. Heute werden wir tatsächlich auch mal vorhaben... Ich habe sogar noch 3 Liter Wasser. Ist ja ein Traum, ist das einfach. Wir werden jetzt tatsächlich auch versuchen, in der jetzigen Folge erstmal zu pennen. Es ist ja, glaube ich, mitten in der Nacht auch, ne? Ja, 4 Uhr morgens ist es schon. 4 Uhr... Ach Quatsch, ist 16 Uhr Nachmittag erst. Mein Gott, ich dachte, wir wären schon wieder mitten in der Nacht. Wir werden erstmal versuchen, unser Fleisch, was wir hier bekommen haben, zu braten. Und in der letzten Folge war ich ziemlich überrascht, dass sich tatsächlich auch in Gebäuden Feinde befinden können. In dem Fall war es halt ein Wolf. Es gibt doch, glaube ich, nur Wölfe derzeit. Aber dass hier auch Wölfe drin rumrennen, war natürlich krass. Wir mussten einiges einstecken. Wir haben ganz schön aufs Maul bekommen. Aber gut, müssen wir durch als durch. Ach, das ist schon gerawt, okay. Wie viel haben wir? Ach, das war 17 Minuten. Gut, dann machen wir noch Edge of Fire. Wow, ach, das ist das ist doch noch raw. Mein Gott, bin ich blöd. Da werden wir das natürlich machen. Ich würde gerne noch 1 Liter Wasser vielleicht einschmelzen. Beziehungsweise bräuchten wir erstmal, mach mal so. Erstmal nur einschmelzen. Wir müssen es noch nicht mal abkochen, weil wir haben so eine Wasserreinigungstabletten haben wir gefunden, 4 Stück. Ich weiß bloß nicht, wie viel wir dafür... Wie viel wir reinigen können. Wir benutzen erstmal das... restliche Zeug, so. Jetzt merken wir werden immer mehr überladen, weil wir... Scheiße, schaffen wir das noch? Ne, schaffen wir nicht mehr. Ui, ich bin sehr müde. Bevor ich hier einschlafe, noch schnell... Ih, Wolfsfleisch. Ekelhaft, Junge. So, noch eins, bitte. Ja, zack. Ein rohes Fleischstück haben wir noch drin, hat aber, glaube ich, eine Haltbarkeit von über 80% noch. Damit können wir, glaube ich, erstmal leben. Du kannst das sofort machen, Kollege. Du kannst dich sofort hinlegen. Was, Kapazität nur noch 15%? Okay, wir gehen schlafen. Das geht, wir schlafen natürlich mit bis in die Nacht irgendwo rein. Bis 3 Uhr morgens? Bis 2 Uhr morgens. Das müssen wir erstmal so machen. Müssen wir halt diesmal, glaube ich, in der Nacht ein bisschen rumstolzieren. Wir haben in der letzten Folge auch Schienen entdeckt, ein Schienensystem, was auch immer. Also die Map ist doch größer, als ich dachte. Wir sind, sind wir durstig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist es? Da. Drink. Ich werde gleich mal die Wasserreinigungstabletten benutzen. Ach, guck an. Der hat das Schlafen jetzt abgebrochen, weil er durstig war. Krass, ich bin das letzte Mal tatsächlich aber gestorben durch Verhungern beim Schlafen. Achso, es ist so dunkel. Der hat jetzt weiter geschlafen, sozusagen. Ich glaube, man sieht nicht so viel, ne? Los. Okay, wir machen das Wasser sauber mit den Tabletten. Mal sehen, wie viel. Wir hatten 4 Tabletten. 1 Liter pro Tablette wahrscheinlich, oder? Ja, sieht so aus. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Ansonsten geht's uns gar nicht mal so beschissen. Wir können auch, wenn wir wollen, ein bisschen was Kleines hier essen. So ein Zeugs. Das wird unsere Anzeige ein bisschen runterkriegen und vor allem ein bisschen gewichtlos werden. Wir haben wieder 30 Kilo zur Verfügung. Das lag echt an der Müdigkeit. Hammer krass. Da konnten wir nur 15 Kilo tragen. Das ist schon krass, wie sich die einzelnen Sachen auf den Charakter bemerkbar machen. Und ich glaube, wir werden tatsächlich... Wo ist mein Bettchen? Bettchen, da ist mein Bettchen. Bis 5:30 wenigstens morgen. Wir schlafen nochmal 3 Stunden. Da sind wir komplett ausgeruht. Wir sind komplett am Start. Und es ist nicht mehr so dunkel. Das muss ja auch nicht sein. Na komm, komm, komm. Ich hasse mal die Nacht. Also das Schlafen, weil ich dann immer so keinen Einfluss habe auf die Charaktere. So. Trinken können wir instant was, denn... Da können wir auch das benutzen. Weil, wie gesagt, der trinkt ja immer nur so viel, wie er auch tatsächlich braucht. Wir verschwenden eigentlich nie richtig was. Die Anzeige geht übrigens nie richtig leer. Ich glaube, das hier, was wir hier haben, das ist das Optimale. Dann nehmen wir noch das Teil mit. Und dann würde ich sagen... Machen wir uns erstmal auf, bevor wir Holz hacken und die Zeit tatsächlich, das nehmen wir wieder mit. Das heißt, wir haben auch gespeichert, das immer beim Schlafen, glaube ich, speichert auch das Spiel. Das Gebäude haben wir soweit durch. Wir können es wieder verlassen. Ich hoffe mal, dass keine neuen Leute hier spawnen, bitte. Ich nehme mal so ein kleines Mini-Pup-Streichholz hier raus, aber ich glaube... So viel Licht spendet das jetzt auch nicht. Da ist noch unser Wolf. Wir könnten das restliche Fleisch vielleicht mitnehmen. Wir haben jetzt auch ein Hunting-Knife. Aber 4 Kilo ist so viel. Wir haben ja eigentlich... Wir nehmen das mal nicht. Wir werden unser Inventarplatz zwar damit nicht voll spammen.
Es gibt auch draußen genug Wild, was auch rumliegt und sowas. Also nahrungsmäßig sollten wir erstmal hinkommen. Und bevor wir richtig tatsächlich losziehen, schauen wir erstmal kurz, wie es Wetter wird. Oder ist? Okay, es ist ziemlich düsig. Düserig. Wie spät ist denn das hier? Es ist fast 6 Uhr am Morgen. Eine Map haben wir, wie gesagt, noch nicht. Es ist ganz schön knackig kalt draußen. Und wir haben immer noch kein Zügen-Kit bekommen. Und es ist übelst neblig. Ich weiß nicht, ob ich bei so einem Wetter jetzt los will, ehrlich gesagt. Ist mir ein bisschen unsicher. Ich glaube, ich nutze die Zeit hier drin. Für was eigentlich? Ich habe... Warte mal, ich gehe mal kurz rein, bevor ich mir den Sack hier komplett abfriere. Vielleicht sollte ich die Zeit für irgendwas anderes nutzen. Ich weiß bloß noch nicht, wofür. Ich hab hier nix. Oh, meine Underwear. Scheiße, ich brauche ein Zügen-Kit. Hilfe! Ja, wir haben jede Menge Scheiße am Start. Wir können ja mal... Oh, warte mal, wir können mal gucken. Brauchen wir. Das sind alles Klamotten, das würde ich gerne behalten. 3 Can-Opener brauche ich zum Beispiel nicht unbedingt. Ja gut, das ist ein halbes Kilo insgesamt. 2 Kilo haben wir noch zur Verfügung. Cardboard-Matches. Ich würde halt gerne ein bisschen Holz auch immer auf Vorrat haben. Wiederum weiß ich nicht, ob man das vielleicht auch findet bald. Und das Wetter ist so assig, so assi draußen. Oder wenn wir einfach mal losstolzieren durch den Wind, durch den Nebel. Ich weiß nicht, dass das irgendein Vorzeichen ist dafür, dass halt ein Blizzard kommt. Das ist halt, wie gesagt, so ziemlich die größte Gefahr, die einen überraschen kann. So ein scheiß Blizzard. Da macht er das Leben zur Hölle. Wenn da nämlich schlagartig gefühlte minus 50 Grad wären, dann hast du ein Problem. Tatsächlich. Okay, aber ich glaube, das geht. Das können wir erstmal folgen. Da hinten, glaube ich, war die Brücke. Da kamen wir her. Und ich würde sagen, wir folgen erstmal ganz blind den Schienen. Vielleicht. Ich meine, da muss ja dann quasi irgendwann auch sowas wie ein Bahnhof oder sowas kommen. Logischerweise. Irgendwie sowas ähnliches. Ja, oder so. Hier hinten geht es wahrscheinlich nicht wirklich weiter. Kann man hier irgendwas... Das sieht ja so komisch aus. Nee. Gut, dann haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Das heißt, wir laufen zurück. Folgen dann nicht mehr der Schiene. Weil die führt uns über die Brücke. Beziehungsweise müssten wir, wenn wir das nächste Mal der Schiene folgen, halt in die andere Richtung gehen. Alter. Gut, dynamischer Tag-Nacht-Wechsel ist noch nicht. Das heißt, so wie es aussieht, 6 Uhr 19 wird's hell. Oder das war ein Zufall, dass dieser Wetterumschwung jetzt war. Auf jeden Fall müssen wir das nächste Mal da lang laufen. Wir gehen jetzt erstmal, glaube ich, hier lang. Ich habe halt null Plan, tatsächlich, wie groß die Map ist. Das ist schon ziemlich awesome. Was haben wir da hinten? Das ist die Brücke, da irgendwo kamen wir auch her. Ich würde sagen, wir laufen erstmal hier runter. Wir brauchen halt wirklich unbedingt ein Zügen-Kit. Sonst gehen uns nach und nach die Klamotten aus. Wir haben zwar noch ein paar Ersatzsachen. Aber das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Das ist wirklich nur Ersatz. Und alles andere... Alles andere... ja, das ist nicht so besonders. Es ist halt schade einfach um die Klamotten, wenn die jetzt so kaputt gehen. Oje, wo laufe ich denn hier lang? Man müsste halt im Kopf auch ein bisschen... ein gewisses System haben. Das wäre nicht schlecht, dass man so ein bisschen weiß, wo man hier langläuft, wo man vielleicht noch langlaufen sollte, damit man die Wege nicht doppelt abläuft. Ich muss sagen, wir haben ja schon mal Glück, dass wir eine Brücke dort gesehen haben und den Damm. Damit haben wir eine grobe Orientierung. Da wissen wir schon mal, dass wir in die Richtung nicht mehr gehen. Das ist ja dann eh Ende. Okay, was erwartet uns hier hinten? Oh, was haben wir hier? Ein Gearstand? Und fucking Wölfe. Uiuiuiui. Da hinten ist ein Wolf. Da ist ein totes Tier. Das harvesten wir jetzt nicht. So ein Ding ist halt, kann dir richtig ein Leben retten, ne? Wenn jetzt auf einmal ein Schneesturm kommt, hier drinnen erstmal wenigstens auszuharren. Das Gute ist, soweit ich gesehen habe, die Wölfe laufen hier auch nicht hoch. Die laufen dann bloß drumherum, wenn die dich bumsen wollen. Okay, das ist leer. Was ist denn das? Das ist alles schon benutzt. Aber hier haben wir ein First Aid Kit mit Painkiller und... Das war's.
Okay, da kamen wir her. Da würde ich gern lang, da war aber der Wolf. Was ist denn da oben? Ach, das ist nichts. Das sah gerade so komisch aus mit dem Baum zusammen. Okay. Müssen wir mal gucken. Wo ist denn jetzt dieser scheiß Wolf hier hin? Nee, das können wir uns nicht leisten. Sorry. Wir müssen zurück, denn wir können uns damit echt noch nicht anlegen. Der eine in der letzten Folge, der uns überrascht hat, ja, ne, hat halt uns überrascht. Da hatten wir nun mal nicht so viel Auswahl. Ist da jetzt rechts wirklich irgendwo ein Wolf oder ist das nur geskriptet, der Sound? Das weiß ich leider nicht. Das Blöde ist, dass uns wird immer kälter. Und wir müssen quasi den Weg zurücklaufen. Das heißt, entweder wir gehen zurück zum Damm, habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ich würde halt gern neues Gefilde kennenlernen. Das heißt, wir ziehen blind, vollgepumpt mit Hoffnung. Quasi hier lang weiter. Guck mal, da ist die Brücke. Das heißt, wir ziehen jetzt wirklich weg. Halt die Klappe. Wir machen wenigstens eine Flare an, da erfrierst du nicht uns instant. So. Ja, normalerweise kommt links, dass es wärmer ist. Eigentlich mit der Flare. Vielleicht kam doch ein Update raus und ich habe es nicht gescheckt jetzt über Nacht. Kann natürlich sein, weil ich würde sagen, das hat mich schon ein bisschen überrascht. Dass ich... Ach, gucke mal. Kann auch sein, dass wir von da jetzt gekommen wären, wenn wir quasi den Wolf gekillt hätten. Ah, the river, northern exit, okay. Da ist wie gesagt die Brücke. Wir kamen aus dieser Richtung ursprünglich, sind dann da lang zum Damm und das wäre die alternative Route gewesen, die ich vorhin erwähnt habe. Was jetzt nicht mehr so alternativ ist, sondern eigentlich schon möglichst, so mehr oder weniger der einzigste Weg. Man merkt, diese in Anführungszeichen Open-World-Karte ist doch eigentlich relativ linear gehalten. Man hat jetzt nicht so viele Möglichkeiten. Zumindest nicht, wenn man die offensichtlichen Wege folgt. Ich weiß nicht, inwiefern man hier durch die Wälder direkt stapfen kann und an was für ein Gebiet man da noch ankommt. Train Loading Area, wir kamen vorhin von hier, ne? Genau, da sind wir dann nach links zum Damm. Also vorhin, in der letzten Folge. Jetzt laufen wir mal hier in die Richtung. Und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Okay. Uns wird dezent kälter. Was bedeutet, wir müssten wirklich mal relativ zügig auch irgendwo einen Unterschlupf finden. Das wäre wirklich gut. Aber soweit ich auch mitbekommen habe oder mal gelesen habe ich das, die sind fair verteilt. Also man wird eigentlich nicht, wenn man nicht gerade alles falsch macht, sollte man in der Regel nicht direkt erfrieren. Wenn du jetzt nicht wirklich irgendwo im Blizzard stehen bleibst einfach und AFK gehst oder keine Ahnung. Eigentlich, wenn man immer in Bewegung bleibt und sowas, findet man immer irgendwo irgendwas, wo man erstmal unter... Oh, Schlupf bekommen kann. Wo wir gerade vom Blizzard sprechen, wir fühlen uns schon wieder knapp bei minus 30 Grad hier. Was ist das? Vielleicht können wir uns da wenigstens erstmal reinhocken. Ein bisschen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ein Blizzard können wir überhaupt nicht vertrauen. Bitte was? Was ist denn das? Ein umgekipptes... Ach, ein Zug. Ein Waggon. Umgekippter. Rifle Ammo. Kann ich hier irgendwie rein? Das wäre doch schon leicht vom Vorteil. Wenn ich in so einem Waggon könnte. Gucke mal so. Kann ich hier hochlaufen? Tatsächlich. Ist das sogar so gewollt, wa? Oha. Ein Backpack, was wir nicht aufnehmen, aber looten können. Wollsocken, okay. Was gibt's sonst noch? Das und Jacken. Alles nicht verkehrt. Alles gut, alles gut, alles gut. Cracker. Und das kann man gerne sehr gut zum Anzünden benutzen. Start Fire. Ich habe leider nicht genug Holz dafür. Ich habe Angst. Eine Stunde müssen wir uns jetzt mal opfern. Oh, ich hoffe, das geht gut. Eine Stunde Holz holen. Okay, es ist kein richtiger Blizzard gewesen. Na, Gott sei Dank.
Kann ich das hier drin? Tatsächlich, kann ich dran ein Feuer machen? Start Fire. Müssen wir mal kurz, weil ich weiß echt nicht, wann das nächste Haus kommt. Jetzt habe ich gar kein Dings ausgewählt. Uah. Wie viel stand jetzt als Chance da? Unser eigener Zustand befindet sich bei 49%. Wie ich den direkt hochkriege, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay, 1,5 Stunden können wir das schon mal machen. Da können wir wenigstens das. Na gut, dann nutzen wir das hier gleich und braten Fleisch. Guck mal, ich bin am Erfrieren und gleichzeitig wärme ich mich aus. So, hier haben wir jetzt keine Möglichkeit mehr. Das heißt, wir hocken uns mal gechillt hier hin. Okay, das geht. Okay, Gott sei Dank. Es fühlt sich an wie 6 Grad. Das ist der kanadische Sommer quasi. Ich schreie manchmal so ins Mikro, weil der Wind ist manchmal so laut auch. Und wir werden immer voller, immer voller. Das... Okay, das hat eine gute Haltbarkeit. Das ist okay. Eat. Und ich denke... und ich denke mal, dass... Wir müssen echt ganz schön was essen hier. Cracker essen wir auch noch. Wir pushen uns mal eben ein bisschen hoch. Ich weiß halt nicht, wie ich meinen eigenen Zustand wieder hochpushen kann, ehrlich gesagt. Wir haben immer noch über 3 Liter ungesäubertes Wasser. Das ist chillig. Das ist gut, dass wir das erstmal auf petto haben. Das kriegen wir mit unseren Tabs, kriegen wir das ja gereinigt dann später. So, komm, machen wir dein Essen jetzt ein bisschen hoch. Dann kriegen wir auch unsere Tasche ein bisschen leerer. So. Okay, ich würde sagen, wir speichern hier mal kurz. Ich würde mich dann an der Stelle auch vielmals fürs Zuschauen bedanken. Ich hau mal noch 3 Stunden. Das heißt, wir legen uns 3 Stunden pennen. Rest. Ich bedanke mich an der Stelle vielmals fürs Zuschauen von The Long Dark. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, würde ich mich riesig freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder und wir ziehen weiter Richtung, ich weiß gar nicht, welche Himmelsrichtung eigentlich. Wir ziehen auf jeden Fall weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.